So und moin. Ja, Finale. Wir sind wieder zurück. Wir machen weiter. Fast ohne Pause. Nur eine Nacht Schlaf dazwischen. So. Gut, also Transporter. Haben wir drüber geredet, ne? Ich habe die Fliege und so weiter gesehen. Nicht gut. Wie ist die Lage, Doc? Nach wie vor ausweglos. Astrein. Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen. Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Ich glaube, die Rebellen haben angefangen, den Turm zu stürmen. Ah, jetzt sehe ich's auch. Der Turm wackelt schon bedenklich. Und ich sehe einen Schwarm abgerichteter Glühwürmchen. Oh, gefährlich. Rufus, willst du dich nicht einen Augenblick setzen? Du bist schon recht lange auf den Beinen. Keine Sorge, Doc. Mir geht's schon zu Genau. Was sind das für komische Kabinen dort drüben? Sieht aus wie Organon-Technologie. Wahrscheinlich ausgemusterte Warentransporter aus dem Sprengturm. Warentransporter aus dem Sprengturm? Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Cool. Hör mir doch zu. Nur dieses eine Mal. Sie zu benutzen, wäre das Allerdümmste, was du tun könntest. Genau. Niemand würde damit rechnen. Es sei denn, sie kennen dich. Wo ist Bozo? Unten im Cockpit. Er versucht, den Generator wieder anzuwerfen. Aber die Stromkollektoren sind entleert. Wir werden wohl noch ein paar Stunden hier festsitzen. Das ist zu lang. Du könntest ihm helfen, indem du die Lampe hältst. Für mich ist es da unten zu eng. Ich weiß nicht. Rufus. Natürlich. Rufus. Heroisch hielt er die Lampe. Nee. Ach, das wird nix. Ich finde schon einen anderen Weg. Kennst du dich mit diesen Ort-zu-Ort-Transportern aus? Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Wieso? Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Essen. Das haben wir schon. So eine bin zwei. Ich probier mal was. Ich würde ja sagen, tu nichts Unüberlegtes. Aber da du mir jetzt schon gar nicht mehr zuhörst, sage ich einfach, ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Danke, Doc. Ja, auch viel Glück. Ich habe nichts gehört. Gut, also wir haben hier tatsächlich nur Transporter. Ja, dann fangen wir mit der Fliege an. Wie es der Film sagte. Oh, da sind sie am Ballern. Okay, Fliegen Rufus ist geil. Das gefällt mir. Okay. Aha, hier ist ein nach oben. Aua, hier ist eine Luke. Ich meine... okay, ich kann so die anderen Transporter benutzen. Oh, genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. Okay. Jetzt rein theoretisch ist ja der Transporter leer. Können wir doch da so dahin. Na, siehste. Na, wie sieht's aus an der Front? Uwusch, endlich! Schnapp dir eine Waffe und hilf uns. Wir sind gnadenlos in der Unterschal. Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... Ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld.
Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Okay. Gut. Ich glaube, wir müssen hier hinten am Schnabeltier raus, um diese zu der Luke zu kommen. Das heißt, müssen wir jetzt erstmal wissen, welcher Transporter wohin führt. Okay, der führt nach oben. Okay, der führt da. Wunderbar. Okidoki. Okay. Jetzt ist der Frosch gänzlich weg. Okay, das ist ein Rätsel. Ich vermute jetzt einfach mal, Frosch muss Fliege essen. Irgendwie sowas. Gehe ich mal hier als Fliege rein. Ah, schon schnuffig. Okay. Da muss man mal überlegen. Das heißt, ich muss die beiden in einen Transporter kriegen. Geh ich nochmal hin. Ich bin gerade völlig in Gedanken. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Okay. Wie kriege ich das hin, dass zwei Viecher gleichzeitig ein Transporter sind? Das ist schwierig. Nee, das ist ja das Schnabeltier. Das geht ja nicht. Muss ich ja dann als Bzzz lang. Das geht ja nicht. Dann gehe ich ja wieder ein Schnabeltier und komme da nicht raus. Richtig. Ja. Ja, das ist ja fast verstanden, ne? Und fast. Okay, ich glaube, der muss da platziert sein. Was dann bedeutet, dass ich gucken muss, dass ich die Fliege... platziert bekomme. Ich muss, glaube ich, die Fliege hier außen irgendwo platziert bekommen und den Frosch drin. Oder nee. Ich muss ja wahrscheinlich eher als Frosch futtern. Das heißt...
Nee, da kommt die Fliege ja mit. Schwierig. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das mit der Fliege hinkriege. Ja gut. Ich würde mal sagen, ich probiere jetzt hier erstmal wild rum. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das vielleicht gelöst bekommen habe. Ha! So ist das also. Durchs Loch. Ja gut, war doch nicht so wild. Jetzt müssen wir das Schnabeltier dann nur noch wegkriegen. Shit, jetzt haben wir auch keine Fliege mehr, mit der wir fliegen könnten. Achso, ja gut. Das hat sich dann einfach so erledigt. Von mir aus. Da sind sie ja endlich. Ich war drauf und dran, ohne sie abzureisen. Sie wissen doch, was man über den Organon sagt. Dass er beim Versuch entstand, menschliche DNA mit Sojamehl zu kreuzen? Dass wir unsere Fahrpläne immer einhalten. Ah, den Humor haben sie von der Mutter. Wir wären sicher eher hier gewesen, wenn nicht der halbe Turm aufgrund irgendwelcher Kampfhandlungen gesperrt wäre. Kommt es häufiger vor, dass bewaffnetes Gesindel in ihren Anlagen herumsteigt? Dieser lächerliche Bauernaufstand ist nicht ihre Angelegenheit. Trotzdem ist es doch seltsam, dass die Deponianer gerade jetzt aufbegehren. Wissen Sie etwas darüber? Es ist Rufus. Er versucht, mich aufzuhalten. Rufus? Er ist ganz schön hartnäckig. Er ist ein Idiot. Du unterschätzt ihn. Genau, Baby. Sag's ihm. Er ist nur halb so dumm, wie er aussieht. Nimm's mal zwei, dann stimmt's. Er weiß nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, aufzugeben. Apropos richtiger Zeitpunkt. Wären die Herrschaften dann soweit? Einen Moment noch. Ich habe meine Tasche drinnen liegen lassen. Sehen Sie zu, Mann. Sobald die Maschinen warm gelaufen sind, legen wir ab. Mit oder ohne Tasche. Da. Dieser verdammte Cletus, ne? Ich mag ihn ja überhaupt nicht. So. So, da bin ich wieder. Ich hatte irgendwie gerade ein bisschen Soundprobleme. So, jetzt sollte es aber laufen. Och, insgeheim steht sie immer noch auf mich. Natürlich. Wie könnte es anders sein? Cletus. Cletus, was macht er denn da? Bombenkontrollen. Cha-cha-cha. Fummelt er etwa an den Bombenkontrollen? Ich fummle an den Bombenkontrollen. Na, das sieht bestimmt nur so aus. Es sieht nicht nur so aus. Ich fummle tatsächlich. An den Bo, an den Bi, an den Ba, an den Bo. An den Bombenkontrollen. Dieser Bo, dieser Bi, dieser Ba, dieser Bo. Rufus got the groove. Yeah, aber halt. Dieser Verräter. Fummelt er doch tatsächlich an den Bombenkontrollen. Ich muss ihn aufhalten. Okay, wir haben eine Tasche und wir haben Donner und wir haben Rufus. Cletus. Rufus, ich bitte dich. Joel? Donna? Irgendwer? Offenbar ist niemand zu Hause. Kein Wunder. Das Implantat ist ja auch leer. Na ja, so. Wir haben eine Fernbedienung und ist da auch ein Implantat dabei? Wir möchten implantieren. Kein Bild, kein Ton. Testbild. Guck mal in die Tasche. Hey! Da ist Donners Fernbedienung. Und die beiden übrigen Datasetten. Ich lege schon mal eine ein. Golds Fernbedienung fehlt leider. Sie muss sie noch bei sich haben. Oh, hey! Psst, nicht so laut. Hey! Wir haben ein Problem. Naja, also zwei. Eineinhalb. Eigentlich drei. Ich habe lange nicht mehr nachgezählt. Was ist denn los?
Siehst du diesen Klitis da hinten? Nur verschwommen. Irgendwas ist mit meinen Augen. Huch. Oh, guck mal, Rufus. Ich bin Donner. Ich weiß. Verfüttert ihn an die Haie. Sehr schön. Können wir uns kurz auf das Problem konzentrieren? Klar. Leg los. Klitis ist drauf und dran, mit Lady Goal nach Elysium zu verschwinden. Und jetzt fummelt er auch noch an den Bombenkontrollen. Ich glaube, er will die deponianische Bevölkerung ausrotten. Dann gäbe es nämlich keinen Grund mehr, Deponia zu verschonen. Boah. Fies. Ich kann es kaum glauben. Wir müssen Lady Goal davon erzählen. Könnte schwierig werden, sie zu überzeugen. Probieren geht über Sinieren. Das habe ich von dir gelernt. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Ist eher ratsam, ja? Darum ist Klitis der Gute und Rufus eben nur... Na, Ladies? Rufus, was tust du hier? Ich weiß, du hast mich vermisst. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Versöhnungs-Yam-Yam. Wofür? Hat dir Baby Gold schon alles erklärt? Ich wollte... Aber offenbar habe ich einiges durcheinander bekommen. Lady Goal hat mir gerade erklärt, warum man dir nicht trauen kann. Was? Aber du solltest doch Lady Goal umstimmen, nicht umgekehrt. Ach ja. Das war dein Plan? Ich würde ja sagen, lass dir etwas Besseres einfallen. Aber am Ende verstehst du das noch als Aufforderung. Tu ich auch. Nicht streiten. Keine Sorge, Baby. Lady Goal ist kurz davor, ihren Irrtum einzusehen. Ich habe meinen Irrtum eingesehen. Du bist der Irrtum. Und auch Baby Goal ist nicht ganz so naiv, wie du glaubst. Ja. Aber, Nanu, ist das etwa ein lustiger Schmetterling da drinnen? Ein Schmetterling? Hui! Wir sind wirklich alle mittelrecht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawallgoal. Meiner ist es nicht. Hör mir doch erstmal zu. Warum sollte ich? Du hörst mir ja auch nicht zu. Ich gehe mit Klitis. Sei froh, dass ich dir nicht den Organon auf den Hals hetze. Ich gebe dir 3 Sekunden, um von hier zu verschwinden. Sieh es als Abschiedsgeschenk. Aber Goal... Eins. Ich. Zwei. Klitis nützt dich nur aus und wenn du von oben auf meinen brennenden Kadaver hinabschaust, wirst du einiges von dem, was du gesagt hast, sehr bereuen. So. So, und nun? Ja, was nun? Golds Fernbedienung fehlt leider. Sie muss ihn noch bei sich haben. Langsam habe ich wirklich genug von diesem verdammten Implantat. Alles okay? Geht schon. Gibt's eine Zusammenfassung? Wir sind in Argos Bombenkontrollturm. Ich glaube, Klitis hat vor, die Sprengung auszulösen. Dieser Miese. Und wo ist Donner Goal? Um genau zu sein, bist du jetzt Donner Goal. Lady Goal hat deinen Körper und steht draußen auf dem Balkon. Sie glaubt immer noch, Klitis ginge klar. Vielleicht kannst du ja mal mit ihr reden. Auf sich selbst hört sie vielleicht. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Zum Glück weiß ich genau, wie man mit widerspenstigen Frauen redet. Das habe ich von dir gelernt. Warum lernen die alle von mir? Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Das ist alles nur zur Sicherheit. Merkst du gar nicht, wie wenig Sinn das ergibt? Ich hab's doch gesehen, verdammt! Hör bitte auf zu fluchen. Ich hasse es, wenn du das tust. Durch den Gebrauch von Fluchworten wirst du mich wohl kaum umstimmen. Und durch den Gebrauch von Ohrfeigen? Typisch. Wenn dir die Argumente ausgehen, greifst du zur Gewalt. Dem Analphabetentum der Seele. Ich kann dir ja mal zeigen, wie ich Kopfnuss buchstabiere. Zufällig mit T wie Trittleiter? Ladies, Ladies! Sowas kann man doch auch friedlich klären. Bei einer fairen Partie Schlammwrestling. Rufus! Ich hätte mir denken können, dass du dahinter steckst. Wir sind wirklich alle mittelrecht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawallgo. Meiner ist es nicht. Ist schon okay, Rufus. Du musst mir hier nicht helfen. Das ist eine Sache zwischen mir und... mir. Kümmere dich lieber um Klitis. Er ist im Moment das größere Problem. Ach ja, da war ja was. So. Wo war ich stehen geblieben? Dem Geruch nach zu urteilen in einer Jauchegrube. Was? Na, warte! Das machen die beiden wohl tatsächlich besser unter sich aus. Wie kann man weg? Nur so lange Selbstgespräche führen? Schon irgendwie gestört? Gestört. Aber zurück zu den wichtigen Dingen. Ich muss Klitis aufhalten, bevor er... Klitis? Wo ist er hin? Na,
Dann wollen wir mal schön alles rückgängig machen, was Klötfuß hier so angerichtet hat. Das sollte nicht allzu kompliziert werden. Immerhin hat er das ja auch hinbekommen. Oh. Ah, was ist denn jetzt los? Ein Countdown! Ach du Kacke! Nein, 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 nein! Stopp, 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 stopp! Ufos. Das war knapp. Aber wenn das der Countdown war, was hat Kletis dann hier gemacht? Da stimmt doch was nicht. Hey! Kletis, was soll das? Mach auf, du Feigling! Warum sollte ich? Damit du Pfeife mir wieder in meine Pläne pfuschen kannst? Ich müsste verrückt sein. Ja, wie es aussieht, habe ich das ja schon. Immerhin ist es dir nicht gelungen, die Bombe zu starten. Und? Wer ist jetzt der Idiot? Hä? Du natürlich, wie immer. Ich hatte nämlich nie vor, die Bombe zu starten. Aber ich hab dich doch gesehen, wie du... Ich wollte die Sprengung sabotieren, Herrgott. Ulysses' Plan war der reinste Irrsinn. Ich habe die Halteklemmen blockiert. Der Organon wird nicht riskieren, die Bombe so zu zünden. Der Schaden für den Planeten wäre gering. Nur der Bombenturm würde zerstört. Und bis sie den Fehler gefunden haben, weiß der Ältestenrat längst von der Existenz der Deponianer. Du solltest mir danken. Ich habe dein Volk gerettet. Und dich leider auch. Vorerst. Mir kommen die Tränen. Du kümmerst dich doch einen Dreck um die Deponianer. Auch nicht weniger als du. Aber ich habe wenigstens kein Problem damit, das zuzugeben. Es geht mir nur um Goal. Aus irgendeinem Grunde hat sie eine Schwäche dafür, dass Deponia seine faire Chance bekommt. Und du kennst mich ja. Für das Lächeln einer Lady würde ich die Welt ins Verderben stürzen. Wahrscheinlich werden die Ältesten die Sprengung trotzdem durchführen. Ich hoffe es sogar. Aber das soll dann nicht mehr in meine Verantwortung fallen. Und seien wir doch mal ehrlich. Mehr hättest du auch nicht für dein Volk getan, oder? Also, inwiefern bin ich jetzt die schlechtere Partie für Goal? Und was sollte mich angesichts dessen daran hindern, mit ihr zusammen nach Elysium zu gehen? Kein grandioser Plan heute. Ich hindere. Das ist so. Na los! Halt mich auf! Versuch's doch ruhig noch einmal. Beim nächsten Mal ist sie vielleicht offen? Verdammt, er hat meine Taktik durchschaut. Das ist Taktik, genau. Kein grandioser Plan heute. Dann machen wir halt Bumm. Du Schwachkopf, was tust du? Ich schalte den Countdown wieder ein. Diesmal ein wenig knapper. Bist du verrückt? Mach das sofort wieder aus. Ja, ne? Ist das hier der Ausschalter? Hoppla! Ach, was bin ich heute ungeschickt. Ich wünschte, es wäre jemand hier drin, der sich damit auskennt. Aber du musst ja leider schon gehen, nicht wahr? Du miese Kanalbazille! Was hast du wieder angestellt? Mal sehen. Vielleicht kann ich die Steuerung überbrücken. Bete, dass das hier klappt. Dieser Verräter. Dieser Verräter. Um seine Abfahrt zu verhindern, bräuchte ich deutlich bessere Munition. Was tust du? Da geht's bis aber richtig auf die Fresse. Fernbedienung? Das wäre jetzt keine gute Idee. Lady Donnerwohl hat keine Chance hinlegen können. Verweisel! Was? Los! Komm zu dir, Goal! Aua! Baby Goal! Ist grad schlecht! Lass sie in Ruhe!
Sein Atem riecht nach Tonys Mutter. Du tust dir weh. Lady Goal hat doch ihre Fernbedienung. Na und? Lady Goal hat doch ihre Fernbedienung. Das ist cool. Schnapp dir die Fernbedienung. Hey! Hab sie! Und nun? Schnapp dir die Fernbedienung! Ich würd gern! Aber ich schaffe es nicht! Sie ist einfach zu stark! Das Backpfeifengewitter ist einfach großartig. Aufrüsten! Und auf die Fernbedienung! Nicht! Du! Ich Flattertüten? Stech dir in die Augen aus! Ja. Absi! Fehler! Netter Versuch, Rußschmutz. Man müsste deine Hartnäckigkeit fast bewundern. Eigentlich sollte ich dich töten, aber langsam tust du mir leid. Wer weiß, wie ich mich verhalten würde, wäre ich auf einer Müllhalde geboren. Ohne jede Hoffnung auf ein besseres Leben. Ohne jede Hoffnung. Ich würde dir ja gerne den Gefallen tun, deiner nutzlosen Existenz ein Ende zu setzen. Von alleine würdest du niemals aufgeben. Ein kleiner Tritt nur. Aber das ist leider unmöglich. Du hast da nämlich etwas, das mir gehört. Oh Gott, welche war jetzt die richtige, die hier, ne? Zum letzten Mal, gib mir diese gottverdammte beschissene Fernbedienung. Ich weiß, du brauchst die Aufstiegscodes, nicht wahr? Was soll das werden, Schlauberger? Du weißt genau, was ich will. Hier geht es gar nicht um Goal, oder? Verplempere nicht meine Zeit, du Freak. Gib mir jetzt die Fernbedienung, oder wir fliegen alle in die Luft. Die Bombe tickt. Upsi! Nein! Du hirnverbrannter Volltrottel! Ich sollte dich... Goal, das war ja... Wow, gut gemacht. Ja, sieht so aus. Ich wollte es wohl einfach nicht wahrhaben. Aber offenbar lagst du richtig mit ihm. Warum hat er das nur getan? Ist doch egal jetzt. Hilf mir hoch. Ja, natürlich. Aber nicht bevor ich mich entschuldigt habe. Ich habe mir Unrecht getan. Ich dachte, du würdest mich anlügen. Dabei hätte ich dir von Anfang an vertrauen sollen. Nicht ihm. Hinter meinem Rücken die Bombe zu starten. Unfassbar. Ich könnte niemals mit so einem Lügner zusammen sein. Und trotzdem war es so, oder? Cletus ist der Lügner, richtig? Naja. Naja. Was soll das heißen? Gibt es noch etwas, das du mir sagen willst? Oh. Eine Sache wäre dann noch. Was? Ich muss alles wissen. Ich weiß, der Zeitpunkt könnte günstiger sein. Aber nur wenn du mir alles erzählst, kann ich dir wieder vertrauen. Und ich will dir doch vertrauen. Da ist doch irgendwas. Raus damit. Das Spiel ziehen wir weiter durch. Wie soll ich sagen? Sag es einfach. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Naja. Was soll das heißen? Gibt es noch etwas, das du mir sagen willst? Eine Sache wäre dann noch. Was? Ich muss alles wissen. Ich weiß, der Zeitpunkt könnte günstiger sein. Aber nur wenn du mir alles erzählst, kann ich dir wieder vertrauen. Und ich will dir doch vertrauen. Ja, gut. Cletus hat dich nicht belogen. Was war das? Er hat die Zündsequenz nicht gestartet.
Das war ich. Du? Heißt das etwa, Cletus hat mich gar nicht verraten? Ich habe ihn vollkommen zu Unrecht niedergeschlagen? Irgendwie schon. Aber dass ich dir die Wahrheit sage, zeigt doch, dass ich hier der Gute bin. Oder? Nein, es zeigt lediglich, dass der bestmögliche Rufus immer noch schlechter ist als Cletus. Goal, lass mich nicht hängen. Ich hab dir doch alles gesagt. Oh Mann. Na, Rufus, hast du es wieder geschafft, dass sich das Blatt in letzter Sekunde gegen dich wendet? Ich sagte doch, du willst gar nicht gewinnen. Zumindest nicht durch Betrug, nicht wahr? Nun, du hast gut gespielt bis hierher. Aber am Ende kommen die Karten immer auf den Tisch. Ich hab zwei Damen. Was hast du? Spielen wir jetzt Rummy? Tja, sieht so aus, als hättest du es mal wieder versaut, Rufus. Oder hast du etwa noch einen Trumpf im Ärmel, von dem ich nichts weiß? Danosch und seine Widerstandskämpfer werden jeden Augenblick hier oben sein. Diese Jammergestalten, dass ich nicht lache. Ich bezweifle ernsthaft, dass überhaupt noch einer von denen am Leben ist. Das muss ein echter Hirni gewesen sein, der diesen Angriff ausgeheckt hat. Diese ganze Aktion ist dermaßen dämlich, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass du damit nichts zu tun hast. Hey. Okay, Themenwechsel. Goal wird das nicht zulassen. Sag es ihm, Goal. Es tut mir leid, Rufus. Mir auch. Es muss schwer für dich gewesen sein, mir dein wahres Gesicht zu zeigen. Was hat er getan? Ich sehe jetzt, wer du bist. Ganz schön tapfer. Aber es reicht nicht. Leider. Du hast mich einmal zu oft enttäuscht. Du hast die Mädels gehört. Das Spiel ist aus. Hältst du das hier für ein Spiel? Es geht hier immerhin um einen ganzen Planeten voller unschuldiger Menschen. Jetzt hör schon auf mit deinem quasi-moralischen Blödsinn. Es ging dir noch nie um die Menschen. Es ging dir darum, das Mädchen zu bekommen. Und was, mein Freund, unterscheidet dich dann noch von mir? Vielleicht die Tatsache, dass ich kein arroganter Schnösel bin? Genau. Du bist der schmutzige Underdog, der Außenseiter aus der Unterschicht. Aber der bist du nur, solange du immer wieder verlierst. Du kannst nicht gewinnen, ohne genauso zu werden wie ich. Genauso wenig wie du auf Elysium leben kannst, ohne Deponia zu zerstören. Es gibt kein Szenario, in dem du gewinnst. Aber ich will doch gewinnen. Das ist noch nicht das Ende. Ich verstehe. Du hoffst auf einen dritten Akt. Der Held läuft auf die Startbahn, klopft an das Fenster des Hochbootes. Die Sache hat nur einen Haken, Rufus. Du bist kein Held. Du bist eine tragikomische Witzfigur. Und dies ist auch keine romantische Komödie. Es ist irgend so ein selbstreflexiver Independent-Scheiß, bei dem es am Ende keine Antworten gibt. Kein Happy End. Nur den Blick in das hässliche Spiegelbild, das zu allem Überfluss dann auch noch den Subtext ausplaudert. Das Chaos kann nicht gewinnen, wenn das Ziel die Ordnung ist. Irgendwie sowas. Ich habe aber noch eine Fernbedienung. Ich habe noch die andere Fernbedienung. Dir fehlt noch eine Dame für dein Full Goal. Die kannst du gerne behalten. Das Spiel ist vorbei. Und der Hauptgewinn reicht mir. Zwei wundervolle, bildschöne Frauen. Eine rechts, eine links und ich in der Mitte. Ihre reinsten und nobelsten Eigenschaften endlich wieder vereint. Mehr als genug Goal für einen maßvollen Mann wie mich. Du hast nur eine dumme Datasette mit Goals geistig-moralischen Kinderkrankheiten. Sie ist ungehobelt, trotzig, streitsüchtig. Das komplette Chaos. Wie Rufus. Genau. Vollkommen nutzlos. Du weißt schon, dass du da von mir redest, oder? Was denn? Wenigstens bin ich ehrlich. Das gefällt dir doch so an mir. Ja. Ja, du hast recht. Aber es ist ein Teil von dir, Goal. Ohne ihn bist du nicht komplett. Das ist uns vollkommen wurscht. Ich habe die besseren Goals und die Aufstiegscodes. Wir sollten jetzt endlich den Countdown hochdrehen. Abschalten kann ich ihn ja nicht mehr. Danke, Rufus. Dafür wird die Explosion gerade mal den Turm selbst betreffen. Danke, Cletus. Weil ich ein Gentleman bin, gebe ich dir und deinen Rebellenfreunden genug Zeit, euch aus dem Staub zu machen. Das ist doch das, was ihr am besten könnt. Leb wohl, Rufus. Du warst vielleicht kein würdiger Gegner, aber ich bin ja Kummer gewohnt. Nein, das kannst du nicht tun. Cletus, Goal gehört zusammen. Wartet, ich... Das wird langsam anstrengend hier.
Auch das noch? Sie haben aufgehört zu schießen. Na, endlich. Du meinst, wir haben gewonnen? Ich weiß nicht genau. Ruwusch, alle mal aufgebascht. Es ist Ruwusch. Hurra. Janosch, ihr lebt. Natürlich leben wir. Was dachtest du denn? Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Der Turm fliegt gleich in die Luft. Dann lass mich schnell alle zusammentrommeln. Vergesst mich nicht. Goal! Eh schon wieder. Goal, du, aber warum bist du nicht bei Cletus? Tja, so verlockend die Aussicht, nach Hause zu kommen, auch war. Ich hätte einen wichtigen Teil von mir vermisst. Und Cletus? Ich habe ihn auf der Gangway ausgesperrt. Krawall-Goal hätte das sicher dramatischer gelöst. Aber ich fand mich auch ganz lässig. Und Cletus hat getobt. Im Angesicht der drohenden Explosion hat ihm aber eine Goal scheinbar ausgereicht. Apropos Explosion. Wir sollten keine Zeit verlieren. Aber was ist mit dir? Ich meine, was ist mit deinem dritten Teil? Wirst du Baby Goal nicht auch vermissen? Tja, ich hab da noch was gefunden auf dem Weg hier runter. Sie wird es sich noch anders überlegen. Vertrau mir. Herr Botschafter, es wird Zeit. Der Turm ist evakuiert. Wir müssen unverzüglich los. Ja doch. Ja, doch. Ich wusste übrigens, dass du zurückkommst. Das wusstest du nicht. Wusste ich doch. Ich kann auch wieder gehen. Wirst du aber nicht. August Plan zunichte und Schluss der Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gefallen und wird dich bewegen, den Stolz abzulegen, abzuwägen zwischen Egoismen und Idealen. In brenzliger Lage geht es um Courage und um Schnabeltiere und um die Zugehörigkeit zu opponieren in Untergrundorganisationen. Aber ist egal, lass die Körper stehen, jetzt ist sie zu spät zu gehen. Überhaupt und sowieso, ey, wo soll ich denn wohnen? Russa, wie wär's mit Heilbronn? Ein Fest. Oder auch nicht? Gut. Klappe zu. Affe tot. Schalten wir um. So. So, ja. Also, wir sind am Ende angekommen von Deponia 2. Es hat ein bisschen länger gedauert, als ich gehofft habe, gewollt habe. Ja. Wunderbar. Ich liebe diese Spielreihe und ich würde sagen, wir haben jetzt Deponia 1, wir haben Deponia 2 hinter uns. Da folgt doch auf logischem Fuße eigentlich nur Doom 2016, weil ich voll Bock habe, Dämonen zu schnetzeln. Richtig. Oder Deponia 3. Könnte man auch machen. Eins von beiden. Richtig. Also, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Spiel, Video, was auch immer. Hauste!